Du läufst noch nicht, ne? Doch. Die Schönheit liegt im Detail. Aber du kannst dich auch resi nennen. Mein Lieblingsstück. Ich seh's schon. Ich bin Resi Kolter, Raumausstatterin und leidenschaftliche Deko-Liebhaberin und Moderatorin. Genau meine Welt. Ich bin heute im schönen Münster, in meiner Heimat. Auf dem Wertstoffhof in Bonn suche ich heute nach Schrott, den ich zusammen mit meinem Team upcyclen kann. Deko ist das eine, aber ich liebe Deko, die auch was kann und einen Zweck erfüllt. Vier Köpfe, eine wunderschöne Wohnung, sie haben ihr Reich gefunden, aber am Balkon, da hapert es noch ein bisschen. Und das möchte ich mir jetzt erstmal selber anschauen. Ich habe meine Passion einrichten, umgestalten, do-it-yourself zum Beruf gemacht. Ich liebe es natürlich, Menschen zu helfen in allen möglichen Lebenslagen. Dieses Teil sieht im Moment noch nach nichts aus, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Konrad mir weiterhelfen kann. Der kennt sich nämlich sehr gut mit Metall aus. Ich bin natürlich ein total visueller Mensch. Also bei mir passiert ganz, ganz viel im Kopf. Dekoration ist für mich Leidenschaft, Liebe zum Detail, Individualität. Aus. Oh, das ist so schön geworden. Ich liebe es, in Bewegung zu bleiben, kreativ zu arbeiten, vor allem aber auch mit meinen Händen. Ist jetzt nicht so, als würde ich mir die Hände nicht schmutzig machen können. Und dann bin ich auch immer ganz glücklich und stolz, wenn ich was Cooles aus Stoffen genäht und gemacht habe. Ich bin ziemlich sicher. Euer großer Moment! Dass die Überraschung gelingt. Look me in the eyes, tell me what you see. Geil! Die Arbeit mit Menschen liegt mir sehr am Herzen, weil ich es liebe, sie zu inspirieren. Auf meine Reise ins Bunte. Guten Tag, Resi Kolter mein Name und ich suche schöne Schätze und ich habe gerade schon im noch nicht wegschmeißen. Nehmen Sie. Dass ich sie ein Stück weit vielleicht auch glücklich machen kann mit den Dingen, die ich so kann. Der ganze Clou an der Sache ist eben, dass die Schönheit wirklich im Detail liegt. Und das macht das große Ganze eben rund und aus. So, fertig ist mein Urban Garden. Das waren die Zinkleuchten und ich bin total verliebt. Für mich ist Glück manchmal in einem ganz kleinen Moment. Und den versuche ich aufzufangen und ganz doll zu genießen. Natürlich ist die Reise noch nicht zu Ende, noch lange nicht. Es geht doch jetzt erstmal richtig los. Ich bin ein total optimistischer und positiv gestimmter Mensch und ich habe Vertrauen ins Leben. Und ich weiß, bei mir geht es immer weiter und ich habe Bock und ich bin fleißig und deswegen, wir werden sehen. Der Teufel, der steckt im Detail. Aber du kannst mich auch Resi nennen.